Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir nicht Star Stable, Leute, sondern heute gibt es tatsächlich das erste Bild der neuen Riesen. Ich kann es tatsächlich nicht fassen. Ich habe den Text noch nicht durchgelesen, Leute. Ich bin so gespannt. Das machen wir jetzt zusammen. Wir haben hier den normalen schwarzen Friesen und dann haben wir auch direkt ein friesisches Sportfett. Ich kann es immer nicht sagen. Ich weiß nicht warum. Kann ich FSP sagen? Friesisches Sportpferd. Oh Leute, das fällt mir so unfassbar schwer. Ich weiß nicht warum. Aber Leute, es ist ein Abby. Oh mein Gott, Leute, es ist ein Abby. Und guckt euch bitte. Wir haben übrigens ein drittes Pferd. Guckt euch einfach bitte das Zaumzeug an. Das ist vom absolut anderen Stern. Und wie wunderschön sind bitte die Köpfe der Friesen. Es ist so krass. Es sind auf jeden Fall Friesen im Sporttyp, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Ich glaube, ich habe das öfter schon mal in den Streams erzählt auf Twitch, dass ich bei Appassionata, lange bevor die so Touren verkauft haben, mal hinter die Kulissen gucken durfte und letztendlich alle wichtigen Pferde von Appassionata kennenlernen durfte. Und tatsächlich erinnert mich jetzt dieses Pferd hier, das wir hier sehen, mega, mega an die damalige Hauptattraktion. Der war auch so wunderschön mit so einem wahnsinnig prägnanten Köpfchen und seine Staturen so, war wirklich einfach majestätisch und wundervoll. Und ich hätte gesagt, danach wurden die konzipiert. Ich bin mir natürlich nicht sicher, Leute, aber es sieht richtig toll aus. Der Abby gefällt mir richtig gut. Vor allen Dingen mega, mega gut gemacht ist dieses rosa Mäulchen. Und vor allen Dingen, Leute, die nicht vorhandenen Pigmente an den Augen. Das ist ein riesengroßes Merkmal bei Leopardpferden. Also Leopard ist das Gen, was ihr jetzt hier seht, warum das Pferd so, ne, überall Punkte hat. Das ist eigentlich fast immer so, dass die Pferde wenig oder gar keine Pigmente haben. An den Augen, eben an der Schnufel und so weiter. Und sehr, 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 sehr gut gemacht. Vor allen Dingen seht ihr auch die Falten. Oh mein Gott, es sieht so unfassbar gut aus. Ich hätte gesagt, bei dem Abby sieht man es ein bisschen besser als wie bei dem Schwarzen. Aber hier sieht man definitiv auch die Falten und wie wundervoll die Nüstern gearbeitet sind. Also ich hätte gesagt, SSO hat sich hier sehr, 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 sehr viel Arbeit gemacht, um die Pferde einfach schön zu gestalten. Und guckt mal, es hat sogar Pünktchen in den Ohren. Ich flippe komplett aus und die Zöpfchen sehen mega, mega gut aus, Leute. Guckt mal. Seht ihr diesen Zopf, wie perfekt der geknotet ist? Oh mein Gott. Und wie gesagt, also das Zaumzeug sieht wild aus. Hier haben wir noch einen. Ich hätte gesagt, das ist ein Fuchs. Wunderschön, Leute. Wunder, wunder, wunderschön. Es könnte auch hier ein Liver sein. War mir nicht bewusst, dass es das bei den Friesen tatsächlich gibt. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit Friesen nicht aus. Die einzigen Friesen, die ich im Real Life kannte, war eine Friesenstute, die mit meiner Stute im Stall gestanden ist. Das war eine Premierstute und die war wirklich wunderschön. Aber die war einfach ganz normal schwarz, Leute. Aber Fuchs ist grundsätzlich bei den Friesen möglich. Die Farben Abby oder auch Schimmel und so weiter ist nur bei den FSPs, also bei den friesischen Sportpferden. Ich habe es richtig gesagt, Leute. Nur bei denen möglich, aber ich schätze mal, dass irgendwie alle kommen. Aber bevor ich hier mich irgendwie, weiß ich nicht, um Kopf und Kragen rede, hätte ich gesagt, ich lese einfach mal ganz kurz vor, was SSO dazu schreibt. Hey, Yorvik Stargazers, you're soon going to be starstruck by our flawless Frisians. Here is the final reveal for their epic medieval bridles. Traditionally, the breed is known for the pitch black color of their glossy coats and in some rare cases, fiery chestnut, conjuring imaginary of noble knights in shining armor. On Yorvik, breeders have found success around raising Frisian sport horses in a range of colors and markings. Regardless of coat color, all Frisians on Yorvik are renowned for their long flowing manes, perfectly suited to a range of grooming styles. If you're looking for a glorious companion with the bravery of a knight and the elegance of a queen, look no further than the Frisian. The date
Coming December 16th. Für alle, die nicht gut Englisch sprechen, Leute, SSO hat auch einen deutschen Instagram-Account, den könnt ihr sehr, sehr gerne abchecken. Ich persönlich mag immer gern die englische Variante lesen, denn die deutsche Übersetzung ist meistens nicht so gut, Leute. Am Ende des Tages, was haben sie gesagt? Dass die Friesen ab sofort nicht mehr unterteilt werden zwischen dem friesischen Sportpferd. Jetzt läuft's, Leute, bei mir. Jetzt läuft's. Und dem Friesen. Das heißt, es kommen Friesen und friesische Sportpferde gleichermaßen raus. Sie kommen tatsächlich schon am 16. Dezember. Das ist nächste Woche Mittwoch, Leute. Ich freue mich mega auf die Friesen. Mega, mega cool. Sie sehen wunderschön aus. Guckt euch mal die Braids hier an. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Leute. Die Zöpfchen sind einfach nur mega klasse. Und ganz ehrlich, die Trensen sehen einfach nur wild aus, Leute, oder? Ich bin mega gespannt, ob das die drei ersten Farben sein werden, die wir hier angeteased bekommen haben. Denn ich kann mir vorstellen, dass es viele, viele verschiedene Farben geben wird. Wie gesagt, ich schätze auch, dass es bei dem schwarzen Friesen, also bei den normalen Friesen, nicht beim friesischen Sportpferd bei mir läuft. Okay. Sondern bei dem normalen Friesen, Leute, dass da auch noch ein braun-schwarzer, ein schwarzer und eventuell ein blau-schwarzer oder so dabei ist, dass man so ein bisschen, ne, dass man sich so ein bisschen aussuchen kann, welche Farbe man letztendlich am liebsten mag. Und ich hätte gesagt, der, den wir jetzt gerade hier an dem Bild sehen, sieht schon recht gut aus. In der Update-News, Leute, ich glaube, es war irgendwie vorletzte Woche? Letzte Woche? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Vor zwei Wochen, dann war es vorletzte Woche, Leute. Hatte ich ja schon den Grayscale gezeigt, den SSO gepostet hatte. Und ich muss ehrlich sagen, weil das, da steht ja not final in-game content. Ich hätte gesagt, der Friese sieht extrem ähnlich aus. Moment, ich habe auch das Twitter-Bild hier noch offen. Ich hätte gesagt, sie haben nicht mehr wirklich viel geändert. Das Einzige, was sie natürlich geändert haben, Leute, ist die Farbe. Denn Grayscale bedeutet immer nur, dass das noch keine Farbschattierung hat, das Pferd. Also gar keine. Aber ich hätte gesagt, sie haben definitiv nicht mehr viel geändert. Aber ich habe ja damals schon gesagt, dass er mir extrem gut gefällt. Denn mir persönlich gefällt der barocke Stil nicht so gut bei keinen Pferden. Mir gefällt der Sporttyp bei den Friesen extrem gut und sehr, 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 sehr viel besser. Und deswegen feiere ich tatsächlich die Friesen. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn ihr so richtig barocke Friesen gerne mögt, dass ihr vielleicht jetzt nicht so mega happy seid mit den neuen Friesen. Ich muss persönlich sagen, ich freue mich extremst. Ich bin mega gespannt, Leute, was die Friesen kosten werden, denn die alten Friesen, die im Moment noch im Spiel sind, sind ja die teuersten Pferde im Spiel. Sie kosten, wenn ich mich recht entsinne, 990 Starcoins. Ich bin gespannt, ob das der Preis sein wird für die neuen Friesen. Ich fände es krass, muss ich gestehen, wenn sie keine Special-Animation haben. Das werden wir erst sehen, wenn der Trailer rauskommt, Leute. Ich hoffe, dass der Trailer bald rauskommt, denn ich möchte sie in Action sehen, Leute. Oh mein Gott, es wird so unfassbar toll. Aber ich hätte gesagt, mehr wie 950 Starcoins kann ich mir kaum vorstellen, denn Leute, der Andalusier kostet 950 Starcoins und ja, gefühlt alle Pferde, die irgendwie besonders sind, kosten 950 Starcoins. Ich hätte gesagt, jetzt hat SSO die einmalige Chance, den Friesen ein bisschen, ja, ein bisschen günstiger zu machen für die Spieler. Mit 950 Starcoins, hätte ich gesagt, wären sie hier definitiv gut dabei und ich hoffe, dass die alten Friesen einfach ein bisschen günstiger werden, denn ganz, ganz viele lieben die, aber möchten halt nicht 990 Starcoins bezahlen für die alten Friesen, denn ich glaube, das FSP war ein bisschen günstiger mit 890 Starcoins. Von daher hoffe ich, dass sie da irgendwie ja, die Kurve ein bisschen bekommen, denn es ist zwar jetzt nicht mega teuer, 990 Starcoins im Vergleich zu zum Beispiel anderen Spielen, wo man Pferde kauft und die dann 40 Euro pro Pferd kosten, aber ich hätte gesagt, sie sollten trotzdem angepasst werden an alle anderen Generation 3 Pferde, die ein bisschen besonders sind und ich hätte gesagt, die Friesen gehören da definitiv rein. Ich hoffe, wie gesagt, dass sie irgendeine Special Animation oder so haben, denn der Friese ist ja, ne, bekannt für seine wunderschöne Dressur und so und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn er irgendwas Besonderes kann. Ich kenne mich in der Dressur nicht so aus, dass ich sagen könnte, das und das wünsche ich mir für den Friesen. Das hätte ich mal nicht rausbekommen, Leute. Aber irgendwas Schönes, Tolles. Vielleicht so ein... Wisst ihr, was richtig cool wäre? Ich glaube nicht, dass sie das reinmachen könnten. Aber was ich richtig toll fände, ist dieses Seitwärtsgehen. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ich glaube, es hat mir schon jeder ungefähr 100 Mal erzählt. Aber ich habe keine Ahnung. Aber das fände ich irgendwie mega, mega cute, wenn er das könnte. Stellt euch mal vor, ihr könnt dann so also seitwärts gehen. Oh mein Gott, also nicht so richtig seitwärts, sondern so eine Traversale, glaube ich, heißt die, oder? Heißt die Traversale? Oh mein Gott, ja, ich glaube schon.
Und das fände ich richtig cool, wenn der zum Beispiel irgendwie sowas ganz, ganz, ganz Besonderes könnte, womit man letztendlich ein bisschen mehr Dressur machen kann. Oh mein Gott, Leute. Ich bin zu sehr gehypt. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie lange ich mittlerweile schon rede. Ich rede, glaube ich, schon sehr, 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 sehr lange dafür, dass wir nur ein paar Bilder angeguckt haben. Ich glaube, man hört mal wieder, ich bin ein bisschen hysterisch. Ihr kennt das. Ihr kennt das von mir. Ich freue mich wahnsinnig auf den Friesen. Ich hatte ja bereits gesagt, als ich das erste Video der Friesen gemacht habe, dass wenn sie es irgendwie schlau anstellen, habe ich es rausgeschnitten, habe ich es drin gelassen, ich weiß nicht, auf jeden Fall hatte ich gesagt, wenn sie es schlau anstellen, dann kommt der Friese definitiv noch im Dezember. Denn ganz viele, glaube ich, werden sich dann dadurch einfach den Friesen zu Weihnachten wünschen können. Denn es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn deine Lieblingsrasse in SSO reinkommt und Weihnachten war schon und du hast dir vielleicht andere Pferde gekauft. Und so haben jetzt ganz, 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 ganz viele von euch hoffentlich die Möglichkeit, sich Starcoins zu Weihnachten zu wünschen und sich letztendlich dann an Weihnachten oder einen Tag später oder zwei Tage später oder wann auch immer ihr dann in Starcell wieder rein dürft, euch eben euren Friesen zu kaufen. Wie gesagt, die ersten Friesen kommen bereits am 16. Dezember. Ich werde mir natürlich einkaufen, Leute. Da könnt ihr euch hundertprozentig sicher sein, ein Pferdekauf kommt und wir machen dann natürlich auch wie jeden Mittwoch ab 17 Uhr dann einen Stream auf Twitch unter twitch.tv/nickroll. Falls ihr bis hierher geguckt habt, ich hab euch mega, mega lieb. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst doch gerne ein Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, was ist mit dieser Teaser-Reaktion von den neuen Friesen. Servus!